Fertig. So, an dieser Stelle darf ich den Bertrand Stern begrüßen. Heute zum Hallo. Sonntagnachmittag muss man sagen, dass es eigentlich schon fast in den Abend reingeht. Da draußen verabschiedet sich die Sonne. Ja, ich bin so also gar nicht gewöhnt, dass das so früh dunkel wird irgendwie. Ist ganz schwer für mich. <laughs> Bertrand, ähm, ja, wir stehen eigentlich schon in den Startlöchern. Es ist demnächst wieder Volition. Ja, du bist wieder mit am Start. Ähm, was wird dein Thema sein? Bevor wir darauf eingehen, habe ich noch so eine Frage zur aktuellen Zeit. Es hat sich ja hier gerade, letzte Woche war ja ein wilder, wilder, wilder Ritt durch die Schlagzeilen, wenn man das mal so sagen darf. Wie nimmst du das wahr, gerade die aktuelle, die aktuelle Entwicklung? Das würde mich mal interessieren. Also, ich bin ein Philosoph und kein Politiker. Ja, ich Gott sei Dank. Ja, eben, und ja, okay. habe damit zum Glück nicht viel damit am Hut. Äh, ich sage mal so: äh, Ich habe schon seit vielen Jahren gesagt, dass es endlich zu einem Wandel kommen muss. Meine größte Befürchtung ist, dass es erneut nicht zu einem Wandel kommt, sondern nur zu einer Änderung. Das heißt, dass eine äh, korrupte Kaste durch eine andere korrupte Kaste ersetzt würde, was uns leider nicht viel helfen würde. Aber. Aber meine Hoffnung ist, ich glaube, dass es mehr Menschen gibt heutzutage, die angeekelt sind und ihr Vertrauen insgesamt verloren haben. Und das ist äh, für mich eine gute Nachricht oder zumindest eine Hoffnung, wobei ich sagen muss, äh, es kommt. Absolut nicht darauf an, also was den Wandel betrifft, dass es 51 Prozent sind. Es kommt darauf an, dass es eine Minderheit gibt, die völlig entschlossen ist, sich abzuseilen, aus dem korrupten System auszubrechen und die sich nicht weiter korrumpieren lässt, die also tatsächlich fern von jeder falschen Versprechung, fern von äh, seelische, emotionale, psychische Prostitution, tatsächlich sagt, wir machen jetzt das Einzig denkbare und das ist, wir wollen leben. Und zu diesem Leben gehört allerdings auch das Erkennen von gewissen Mustern, die ich als äh, typisch für unsere Zivilisation, so nenne ich ja unsere Zivilisation, die Muster, die ich typisch finde für unsere Zivilisation, dass wir die erkennen, dass wir sie durchschauen und dass wir uns von ihnen verabschieden. Und das ist ja auch schon mit ein Thema meines Vortrages im Rahmen der Volition. Ganz genau. Genau, mit dem Titel: Sind Kinder wirklich auch Menschen, Kinder in Anführungszeichen, äh, Kinder in der demokratischen Gesellschaft? Weil ich äh, seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten der Meinung bin, äh, dass die Tatsache, dass wir einen Menschen künstlich zu einem Kind gemacht haben, katastrophale Konsequenzen hat, mit denen wir ja gerade konfrontiert sind, nämlich mit einer Verkindischung der Welt, der Gesellschaft, der Menschen, also die sich sozusagen einer höheren Macht hingeben, die dann sozusagen die Rolle des Vaterstaats übernimmt. Und eine zentrale Frage ist also, können wir erkennen, zumindest wir, die wir da sind, und es ist jetzt eine Einladung an alle Menschen dahinzukommen, können wir erkennen, welche, welche negative Funktion diese Kindheit bis jetzt ausgeübt hat, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, und was geschieht, wenn wir daraus ausbrechen? Und ich sage auch gleich ein Stichwort dazu, Kind steht für mich für ein Objekt, du und ich und jeder andere Mensch ist aber ein Subjekt. Und wenn wir uns zu diesem Subjekt bekennen und dieses Subjekt und, dies, und auch fordern, dass dieser Mensch als Subjekt auch erkannt und anerkannt und respektiert wird, dann ändert sich alles. Dann ändert sich auch die Infantilisierung, die wir in unserer Gesellschaft feststellen. Das war jetzt ganz schön viel, was du gesagt hast, aber ich glaube, es trifft ziemlich gut. Ähm ich sehe das auch so, ja, dass wir ähm, weißt du, auch so dieses Rein in die Selbstverantwortung, das ist so ein so ein äh, Schlagwort, was wir auf der Revolution ja ganz oft haben, dass Referenten gerade über dieses Thema sprechen, die ihnen und dann daraus auch mal abzuleiten, äh, wer bist du eigentlich? Und äh, was bist du eigentlich? Ganz genau. Und es liegt ganz viel an der Sprache, die da auch verwendet wird. Das äh, darf ich auch so mitgeben. Die Erfahrung hat, glaube ich, jeder von uns schon mitgemacht, dass man oft gemerkt hat, es wird irgendwas gesagt, aber irgendwie meinen die alle ganz was anderes. Ja? Sondern es ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, wie man dann diese, dieses, äh, diese doppelten Ebenen in der Sprache teilweise, ähm, ja, dann... Feststellen kann, wie, wie die Wirkung vor allem ist. Und da bist du, glaube ich, einer der Pioniere in dem Bereich, dass man ähm, ja vor allem in der Kritik natürlich auch äh, nicht aufgibt, nicht stillhält, nicht, äh, nicht, nicht sie den Mund verbieten lässt, sondern die Dinge so beim Namen nennt, wie du es jetzt gerade getan hast. Und das ist genau das, was deine Vorträge ja auch auszeichnet, dein ganzes Wirken ja auch auszeichnet. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Michael, denn ich möchte hervorheben, mein Instrumentarium ist ja auch die Sprache, also das Wort, und zwar das Treffende, das triftige Wort. Mhm. Und äh, gerade bei dem Wort Kind äh, müssen wir eine Unterscheidung fällen. Was damit gemeint ist und gegebenenfalls äh, da aus dieser Falle ausbrechen. Es ist das Problem, das möchte ich schon noch äh, vorweg sagen: Es ist ein Problem, äh, dass es einen, sage ich mal, emotionalen, seelischen Unterschied gibt, ob eine liebende Mutter, ein liebender Vater von einem Kind spricht oder ob es der Staat und seine Behörden äh, ist, äh, die davon reden. Denn äh, wenn das der Staat ist, dann ist es in der Tat, eine Diskriminierung, eine Stigmatisierung, also ein Brandmarken des Menschen. Und das hat katastrophale Konsequenzen. Nun möchte ich auch hinzufügen, wir leben in einer äh, deutschen Gesellschaft im Moment, in der Vaterstaat in der Tat sich anmaßt, in zunehmender Maße äh, die Familie wegzudrängen, zu verdrängen und selbst die Rolle von Vaterstaat zu übernehmen, die ihm gar nicht zusteht und die eine katastrophe darstellt. aber es ist jetzt nicht so wichtig, ob es ähm, äh, die mehrheit tut. es ist wichtig, dass es einige liebende mütter und väter gibt, die sagen: ich mache da nicht mit. Bis weil ich ich nicht das weiter. Genau. so ist das. Genau. Und da gibt es tolle, tolle aussichten und chancen, übrigens auch juristischer art. Aber äh, das werde ich natürlich bei meinem Vortrag auch aufgreifen. Also es ist nicht einfach nur ein Spiel mit Begriffen und Wörtern, zu denen ich, zu dem ich einlade, sondern es hat ganz konsequente... Es hat ganz äh, tiefe Folgen oder Folgerungen auch in den Auseinandersetzungen und infolgedessen in der Befreiung. Davon abgesehen, dass es natürlich nicht äh, folgenlos bleibt, wenn ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn anders umgehe, als eben so, wie die Pädagogik es vorgeschrieben hat, nämlich nach den Mustern, äh, der junge Mensch sei ein Kind und infolgedessen müsse dieses Wesen zu irgendeinem Ziel erzogen werden. Das sind sehr, sehr schlagkräftige Worte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Vortrag wieder gespickt ist mit äh, Spitzen nach außen, würde ich mal so ja. sagen. Um äh, klar natürlich auch den Menschen zu erreichen, muss man ihm ab und zu auch ein bisschen so diesen Peaks verpassen. Schau dir das genau an. Und das hast du jetzt ja schon zweimal bei der Revolution auch hervorragend äh, darstellen können. Ich bin Danke. mir ziemlich sicher, dass wir dieses Mal wieder äh, einen sehr fesselnden Vortrag von dir empfangen dürfen. Danke sehr. Ciao. Samstag um 15 Uhr. Jawohl. Samstag um 15 Uhr bist du dran. Und das äh, Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Gerade Danke. Rein. Ich wünsche euch auch alles Gute. Gute Organisation und den Menschen, die das zugucken, auch alles Gute. Ich freue mich auf das Wiedersehen und auf den Dialog. Alles Liebe. Ciao. Bis dahin. Anländen, ciao, ciao. erleben und kommen. Kann ich nur sagen. Bis dahin. Ja. Macht ciao. ciao, ciao. Tschüss.